Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die Geschichte hinter dem Logo Metro-Goldwyn-Mayer. Trotz vieler Veränderungen bleibt Metro-Goldwyn-Mayer immer unverkennbar. Und solange der Löwe brüllt, heißt es Ruhe. Egal, ob man eigentlich nur zum Knutschen ins Kino gegangen ist, bis zum letzten Moment unbedingt noch wahnsinnig wichtige Infos auf dem Smartphone überprüfen muss und mehr mit dem zielsicheren Werfen des süßen Popcorns in die schulterlangen Haare der Dame zwei Reihen vor einem beschäftigt ist, wenn Leo kommt, wird es ruhig. Leo ist der weltberühmte Löwe aus dem Logo von Metro-Goldwyn-Mayer, einem der größten und berühmtesten Filmstudios der Welt. Berühmt wurde Metro-Goldwyn-Mayer mit Filmen wie Vom Winde verweht, Ben-Hur, Terminator und 2001 Odyssee im Weltraum oder der James-Bond-Reihe. In seiner bewegenden Geschichte fusionierte das 1916 gegründete Unternehmen mehrmals, gewann unzählige Preise, war mehrere Male beinahe pleite und musste 2010 sogar schon mal Insolvenz anmelden. Immer mit dabei Leo der Löwe, der erst seit 1957 Leo hieß, davor hieß er Slats, Jackie, Tanner und George. Er hat wahrlich viel erlebt, aber sein majestätisches Brüllen sorgt für Ruhe vor dem Bildschirm und für prickelnde Vorfreude auf den kommenden Film. Inspiriert wurde das Löwenlogo mit dem Schriftzug von dem Maskottchen der Columbia University. Geändert wurden im Laufe der Zeit die Farben, die Schrift, die Löwen und sogar der Firmenname. Trotzdem blieb Leo immer unverwechselbar Metro-Goldwyn-Mayer, egal wie er wirklich hieß. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten schreibt's einfach noch rein, was ihr für Vorschläge für die nächsten Folgen hättet. Und dann bis zur nächsten Folge und ciao.